Hat die nicht hier eine Hütte gehabt? Doch, klar. Guten Tag. Möge Gott über dich wachen. Die wird ja nichts zu essen haben, ne? Warum sollte man sowas kaufen, was sich selber ausnockt? Kamillensud. Kann man es erstmal nehmen. Schlafen beim Wachehalten ein. Hast du etwas, das hilft? Ich kenne da ein Rezept und könnte mit meinen Vorräten was für 2-3 Männer brauen. Nein, es muss für ein ganzes Feldlager reichen. Genau genommen für 3. So viel? Ich bräuchte mindestens eine Woche, nur um die Kräuter zu sammeln. Es sei denn, du gehst mir zur Hand. Nun, gut, immerhin bin ich derjenige, der das Gebräu haben will. Was brauchst du? Eine Handvoll Baldrian und 2 Handvoll Minze. Aber sieh zu, dass die Kräuter frisch sind. Und etwas Wermut wäre auch gut. Was zum Teufel? Das ist alles? Ich habe alles, was wir benötigen. Gut gemacht, das wird helfen. Und hast du auch Wermut gefunden? Ich hoffe. Ich konnte nicht genug auftreiben. Nein! Oh. Was will man machen? Dann muss es auch so gehen. Ich sollte mich an die Arbeit machen. Je schneller das Gebräu fertig ist, desto besser. Gott schütze dich. Wermut! Ja. Ich hab 3 von 6. Frage ist, wo ich den Scheiß finde, ne? Eigentlich kann ich ihn direkt bei dir kaufen, oder? Auf Wiedersehen. Das gibt's nicht. Mich veräppeln, oder was? Ja. Dann viel Glück. Jetzt was umsonst gekauft? War ich jetzt wieder zu vorschnell? Habe ich hier nicht gerade? Ich wollte gerade sagen, ich habe dir doch gerade 30 gegeben. Seid ihr schon fertig? Dann viel Glück. Schafft. Gut, dass ich immer alles Mögliche mitnehme, ne? Wegen meiner Looterei ist schlecht. Genau richtig. Kloster. Was trage ich denn jetzt schon wieder zu viel? Was ablegen? Oh, habe ich den jetzt schon wieder? Gestohlen in Teilenberg? Gestohlen! Habe ich den Kuman abgenommen? Ist das ein Langschwert? Ich glaube, ist hier auch nicht. Das ist wieder leicht genug. So.
Ja! Fragen wir die gute Johanka. Ach, geht ja nicht mehr. Die wurde ja hingerichtet. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir leben. Gott stellt uns auf die Probe. Worum geht es? Die Adligen belagern Talmberg. Die Briganten haben Herrn Divisch verwundet und auch viele andere. Ich soll das Kloster darum bitten, Hilfe zu entsenden. Schreckliche Zeiten sind es. Ich kann nicht schlafen. Glücklicherweise habe ich gerade kaum zu tun. Also packe ich und begebe mich nach Talmberg. Hab Dank, Pater. Möge Gott es dir tausendfach vergelten. Alles Gute. Weißt du zufällig, wo ich Konrad Kieser finden kann? Und was willst du von dem alten Hasen? Ah, vergiss es. Was kümmert's mich? Er ist im großen Haus bei den Klostergärten. Mach's gut. Gut. In den großen Gärten. In der großen Hütte bei den Gärten, so rum. Ja. Gute Mann meint das da hinten. Meint er da? Ne, jetzt schnarcht ich. Ja. Komm schon, was soll das bitte werden? Schon wieder. Ich denke an mich schon immer die ganze Zeit, ne? Warum komme ich hier nicht rein? 15 Uhr, Junge. Glück und Gesundheit. Finde ich hier Konrad Kieser? Jawohl, den weltberühmten Konrad Kieser. Weltberühmt? Wenn nicht, dann bald. Unser Meister Kieser ist ein Vordenker. Du würdest nicht glauben, was er alles erfindet. Von ihm wird die Welt noch hören. Merk dir meine Worte. Ich muss mit ihm sprechen. Ach ja? Weswegen denn? Ich bin dein Bruder im Geiste. Ja. Ja. Was nehmen wir denn da? Das sieht ihn eh nicht, wenn jemand ihn schickt. Ja, Waffenlieferung. Ich bin ein Bruder im Geiste und möchte meine Hypothesen mit Meister Kieser besprechen. Aha. Und welche Hypothesen wären das genau? Es geht um den Festungsbau. Ich habe da diese neue Idee und eine Unterhaltung mit dem Meister wäre äußerst hilfreich. Das klingt wichtig. Komm rein, der Meister ist drinnen. Da ist der Schlüssel. Ich gebe mir direkt den Schlüssel. Nice. Alles Gute. Komm ich immer rein. Ich sehe keine Quests mehr ab. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oben wahrscheinlich. Einfach unten. Wer hätte das gedacht? Joshuas Posaunen, hast du mich erschreckt? Ich dachte erst, du wärst Urban. Was kann ich für dich tun? Tobias Pfeiffer, der Bergbaukonstrukteur aus Galitz, richtet seine Grüße aus, Herr. Pfeiffer? Tobias Pfeiffer? Ich habe von ihm gehört. Er erfand eine interessante Bergbauvorrichtung. Was benötigt er? Herr, ist dir zu Ohren gekommen, was sich in Talmberg abspielt? Ich habe ein, zwei Dinge gehört. Wurde die Burg wirklich eingenommen? Ja, und wir wollen es zurückerobern. Meister Pfeiffer wurde mit dem Bau eines Triborgs betraut, aber er ist sich nicht sicher, ob es ihm gelingt.
Das bezweifle ich auch. Belagerungswaffen sind ein völlig anderes Paar Schuhe als der Bergbau. Verflixt. Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herabregnen lassen. Doch mit Feder und Tinte wird das nichts. Und zurzeit kann ich hier nicht weg. Warum kannst du nicht weg? Das ist eine lange Geschichte. Ich äußerte mich ein wenig, sehr kritisch, über Sigismunds Bemühungen in Nikopolis. Nicht sonderlich überraschend, dass er nach unserer Niederlage meine Kritik nicht sonderlich schätzte. Und als er den König entführte, fühlte ich mich in Prag nicht mehr sicher. Also verließ ich die Stadt. Vielleicht ist verließ das falsche Wort. Manche würden sagen, ich wurde verbannt. Jedenfalls begab ich mich zur Burg Bettlern. Wurdest du dort eingesperrt? Nicht ganz. Es ist eine königliche Burg. Ich wurde mir selbst überlassen. Offen gestanden ist diese sogenannte Verbannung ein Segen. Ich kann mich in aller Ruhe meinem Werk widmen und habe ein paar fähige Assistenten. Wenngleich ich aufgrund all der Unruhen ein paar meiner Gönner verloren habe. Und weshalb bist du hier in Sasau? Ehrlich gesagt, brauche ich Geld. Geld, Herr? Du siehst nicht, wie jemand aus der Not leidet. Gott bewahre, nein. Ich muss mich nicht selbst erhalten. Ich will damit mein Werk finanzieren. Deshalb willigte ich ein, beim Bau des Klosters zu helfen. Ich kann, wie du siehst, nicht einfach gehen. Kein Ding, ich kauf dich raus. Woran arbeitest du gerade, Herr? An Belli Fortis, einem großen Buch über Kriegsgerät und Waffen. Es ist mein Opus Magnum, mein Vermächtnis. Was du hier siehst, sind bloß Auszüge meines Gesamtwerks. Denk an meine Worte. Eines Tages wird die Welt von Maschinen regiert, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Klar, bald werden sie unsere Felder bestellen und unsere Kühe melken. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Ich dachte nur über Kriege nach. Und wenn ich dir helfe, wegzukommen? Wer sagt, dass ich das möchte? Aber du sagtest, du könntest nicht weg, Herr. Junger Mann, ich kann nicht weg, weil ich mein Wort gab, beim Bau dieses Klosters zu helfen. Und mein Wort gilt. Ich habe nicht die Absicht, mich wie ein Verbrecher davonzustehlen. Wem bist du hier unterstellt? Ich habe mit dem Abt persönlich einen Vertrag. Doch meine Arbeit bespreche ich mit Karel, dem Baumeister des Klosters. Könnte ich dem Baumeister keine Abfindung für dich zahlen? Das bezweifle ich. Ihn interessiert nur der Bau. Solange er genügend Geld hat, um die Handwerker zu bezahlen, hat er alles, was er braucht. Solange er genug hat, sie zu bezahlen, sagst du? Ja, worauf willst du hinaus? Wow, okay. Könnte man Karel nicht irgendwie überreden? Immerhin steht die Verteidigung der Provinz auf dem Spiel. Dessen bin ich mir gewahr. Doch das Sasauer Kloster war stets neutral. Außerdem ist der Abt zurzeit nicht hier. Und ohne sein Einverständnis wird Karel nicht mit sich reden lassen. Aber ich hätte da eine andere Idee. Was schlägst du vor? Karel erhielt seinen Auftrag schriftlich. Wenn du ihn findest, könnten wir... Nun, wir könnten das Siegel und die Unterschrift des Abtes für unser Dokument kopieren. Eine ziemlich außergewöhnliche Idee. Mein Erfindergeist hat viele Facetten. Ich könnte noch vor dem Abt zurück sein. Er würde also nicht einmal bemerken, dass ich fort war. Wie bekomme ich den Auftrag in die Finger? Er müsste in seiner Kammer sein. Du musst ihn schnell holen und zurücklegen, bevor er es bemerkt. Ich empfehle dir, bis zum Abend zu warten. Gewöhnlich geht Karel dann in die Schenke, um zu würfeln. Er schätzt seine Würfel sehr. Vielleicht könntest du das zu deinem Vorteil nutzen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, das artet ja hier in Arbeit hoch 10 aus. Wow.
Karre beim Würfeln schlagen oder ihm das Ding ins Klauen, aber ich glaube, das Schreiben klauen macht mehr Sinn. Kurz gucken, ob ich noch was in der Nähe erledigen muss. Nee. Fletchkum macht auch keinen Sinn. Wurst brauchen wir noch. Ich gehe einkaufen. Macht Sinn. Ja! Vor allem müssen wir dafür sorgen, dass Fleisch in meiner Tasche nicht verdirbt. War das hier? Ja! Guter Herr, ich hätte gern ein bisschen Fleisch. Es ehrt mich, dass ein... Ja, ja. Keine Ahnung, wie viel ich kaufen muss, aber... Ja, ne? Den ganzen Metzger leer gekauft. Reicht. So, jetzt muss ich nur noch... Ich kann hier schnell reisen, ne? Boah. Zurück hier, ne? Glaube ich, ein bisschen mehr gekauft, als ich brauche, aber ist ja nicht schlimm. Oh Gott. Ach, Timeberg. Was kürzt du so, du Stück Scheiße? Willst du eine in die Fresse oder was? Ja. Na komm! Das sind diesmal nur zwei, oder? Sag mal, Hund. Soll das etwa alles sein? Ja. Komm her! So, große Fresse nicht dahinter, wie so oft. Ja. Grüß dich. Das muss ich auch noch lernen, ne? So, Pferd runter. Den Helm ab, wenn er absteigt. Macht doch keiner. Dafür? Bin ich jetzt extra abgestiegen, ne? Vorhin war es ja heftiger.
So. Mal direkt zurückreiten. Ja. Ja. Mein Timebug ist eingenommen. Geht alles so weiter wie bisher hier. Ja. Kein Problem. Ja, Simi, grüß dich. Sonntagnachmittag und du bist on. Was ist heute kaputt? Maria chillt ein bisschen so für sich. Ich hatte angefangen zu zocken, als sie in der Wanne war. Und jetzt die Criminal Minds und zockt selber ein bisschen Animal Crossing. Ja. Und mehr ist es eigentlich nicht. So, wo ist er denn da? Gott sei Fleisch für dich. Fleisch. Ich habe hier etwas Fleisch. Leg es dorthin. Ich habe etwas. So ein bisschen was bräuchte ich für meinen. Oh Gott, deine Dreck. Kann gar nicht so viel. Ich das mal zurück. 35 Räucherwürste gekauft, ich Wahnsinniger. So, das, was mir am meisten bringt. Vergammelt schon langsam. Hier ist es. Gut. Falls es wirklich dazu kommt, dass wir die Mauern stürmen müssen, dann wenigstens mit vollem Bauch. Ach, und hier etwas für deine Mühen. Ich konnte etwas Bier von der örtlichen Schenke besorgen. Du Goldjunge! Muss ein gutes Wort für dich einlegen, so gut wie du dich um uns kümmerst. Wie um die Familie. Die Köhler in der Nähe haben Pechvorräte und geben sie uns ab. Herr Robert wird erfreut sein. Das bisschen, das wir noch übrig hatten, ging aus und er machte sich Sorgen. Dazu besteht kein Grund mehr. Gut, ich teile jemanden ein, der sich drum kümmert. Alles Gute. Muss ich mal einen Blick werfen? Ist ja spät genug, müssen wir zum Kloster zurück. Steinberg, es ist jetzt 19 Uhr. Wert vielleicht sogar noch zu machen. So, ich muss mir irgendwann noch mal ein Overlay für die Musikanzeige bauen. Noch mehr Arbeit. Nice. Geil. Sag mir bitte, dass du hier drin rumhängst. Schön, dich zu sehen. Ich sehe dich nicht so wirklich wegen dem Licht, aber... Die Abschrift zurück, die wollte ich irgendjemandem geben, ne? Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Thalmberg gibt es viele Tote und Verwundete, aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Ich würde gern helfen, aber ich kann nicht. Meine Schäfchen haben mich im Auge, und wenn ich mir nur einen Fehltritt leiste,
habe ich den Bischof am Hals. Aber Herr Divisch persönlich? Dann soll er selbst hierher kommen und fragen. Wie auch immer, ich gehe nirgendwo hin. Nur wegen dir habe ich eine Klinge im Nacken, Heinrich. Glaube nicht, ich hätte das vergessen. Ich habe dich zu nichts gezwungen. Und nur weil ich dir nicht aus der Patsche half, verwehrst du nun unschuldigen Fremden Gottes Gnade? Du wagst es? Ich lasse mir nicht von dir ins Gewissen reden. Meine Gründe sind ehrenhaft. Na gut, ich verstehe. Aber wieso drehst du den Spieß nicht um? Weshalb sagst du nicht, du gehst nach Thalmberg, weil es das Richtige und deine Pflicht als rechtschaffender Christ ist, obwohl du dabei getötet werden könntest, wie diese eine Heilige... Sebastian, keine schlechte Idee. Sag mir, lassen die Bogenschützen wirklich Pfeile regnen? Es ist eine Belagerung, nicht? Nun, die Lager sind außerhalb ihrer Reichweite, also kein Grund zur Sorge. Gut, ich werde sehen, ob das Märtyrergehabe zieht und gehe dann. Außerdem bekomme ich dann mal eine Pause von all den wertenden Blicken. Vergebung ist menschlich, verflucht. Oder sind Verfehlungen menschlich? Ich merke mir das nie. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich die Abschrift zeigen sollte. Auf bald! Steht das hier irgendwo in meiner Quest? Neue Redekunst freigeschalten. Falschen. Falschen. Brauche ich eigentlich nicht, aber gut. Halt. Ist die Quest schon beendet? Enzo. Hier hast du die Abschrift zurück, die du mir geliehen hast. Ah, die Abschrift Matthias von Janovs. Ich dachte schon, ich bekomme sie nie mehr zurück. Hab Dank, mein Sohn. Auf bald. So, dann haben wir ihn auch überredet. Jetzt auf das Pferd zurück zum Kloster. Das wird ein längerer Ritt, vor allen Dingen, wenn ich wieder überall angegriffen werde. Dunkeln kämpfe ich nicht. So. Das Schenkel schon wieder zurück. Um eins. Alles gut. Mache ich heute länger oder bin ich früher off? Ich werde mal sehen. Ich habe noch keine Ahnung. Also ich werde wahrscheinlich gleich aufhören. Oder bald. Und dann essen wir Abendbrot. Und eigentlich wollte ich heute Abend zocken. Also ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt mit jemandem für Battlefield verabredet.